Kleiner Test, so läuft. Bei mir läuft auch alles. Ja. Soll Ja, ich die Begrüßung machen? Ja. 3, 2, 1. Hallo, ihr Lieben draußen und willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Wir spielen wie immer Bloody Beach und das natürlich wie immer mit Zatanni. Hi. Ja, moin, moin, moin. Ich hänge erstmal direkt in der Map drinne. Hilfe, ich kann nicht weg. Ich auch nicht. Hä, was ist das? Blöcke, kannst du Blöcke über die abbauen? Was ist versuch, das? Versuch die Blöcke mal über und unter dir abzubauen. Alter. Was ist das? Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Ja, unter mir ging. Lol. Ja. Hä? Läuft gut. So kann eine Folge beginnen. Richtig komisch. Ah, ist nicht wirklich viel gewachsen hier, ne? Also es geht so. Es geht so. Hm. Verzauberungstisch hatte ich. Ich muss mich jetzt erstmal zurechtfinden. Letzte Aufnahme ja, ist jetzt schon echt ein bisschen her. Das ist echt lange her sogar. Ah, dazwischen ist eine ganze Menge passiert, allerdings, ich musste quasi einen Vertrag dafür unterschreiben, dass ich dazu nichts mehr sage. deswegen werde ich das an der Stelle jetzt auch nicht tun. Was haben wir hier? Hier ist noch eine Truhe. Mensch, schön, schön. So, ach genau. Hier dieses schöne kleine Feld. Ja, ich heb, ich... Achso, hier ist ja noch einer auf dem Server. Mensch. Ja. Mensch, naja. Ich muss erstmal... Wie auch nee. Ja, vielleicht hat er Angst, weil er allein ist. Ich glaube, sein Mate ist schon tot. Bei ihm, war ja das Mate tot. Stimmt, da war irgendwas geschrieben worden. Teams? Ist Team 2 das mit noch? Naja, Team 2 0,5 Leben. Also, wenn er jetzt einen Kill macht. Ne, wenn er jetzt zwei Kills macht, könnte sein Mate, glaube ich, wieder respawnen, oder? Ja, ja. Oha, was? Alter. Ach, oh, Mensch, Gold. Das wäre. Extrem heftig so. Wenn er zwei Typen holt, alleine. Ja, aber ist machbar, ne? Man muss, also im abgesprochenen Kampf sicherlich nicht, aber wenn man einen Überraschungsangriff macht und vielleicht einer mal ein bisschen alleine ist, weil er Weizen wegbringt, ja, warum nicht, ne? Ja, also es kann alles sein. Oder eine Falle oder so und dann staubt er den ab oder so. Also ist ja alles möglich. Genau, also abschreiben dürfen wir die natürlich noch nicht, ne? Ja. Ist ganz klar, ne? Ja. Okay. Was wollen wir eigentlich diese Folge machen? Ich würde sagen, wir werden erstmal stupides Farmen erstmal wieder in der ersten Phase machen. Ja, weil wir müssen auf jeden Fall jetzt mal irgendwie Sachen verzaubern oder eine Dia-Rüstung machen oder irgendwas. Ja, sicher, klar. Also das auf jeden Fall. So langsam haben wir echt schon so, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen, aber wir haben schon ordentlich, gefarmt. So. Das stimmt auf jeden Fall. Wir haben viel gefarmt. Allerdings, wir haben ja nie einen Hehl rausgemacht, dass wir vermutlich erstmal ein wenig defensiver spielen werden. Ja. Aber wir wollen es natürlich auch nicht übertreiben, das ist ganz klar. FPS sind irgendwie richtig scheiße gerade, ich habe keinen Plan wieso. Okay. Mensch, du immer mit deinen technischen... Ja, irgendwie in letzter Zeit ist echt immer so eine Sache. Ja, richtig komisch. Hoch. Zack, hier hoch. So. So. Baloui, Mensch, der kommt auch mal. Oh, perfekt. Oh, scheiße, meine Aufnahme hat sich gerade geschlossen. Oh. So, geht weiter. Stark, okay, oh. Mensch. Hey, ho. Baloui ist ja auch ein Varo-Teilnehmer, oder? Kann das sein? Ist es? Ich meine schon, ja. Oh, das ist so. Ja, ziemlich sicher so. Okay, das wusste ich jetzt nicht, aber wenn du das sagst, hat ja, dann... Hat ja heute auch gestartet, ne? Echt? Wow. Ja. Ich krieg ja gar nichts mehr mit, ey. Ging auch ordentlich zur Sache, da würde ich mal so behaupten. Wir haben schon wieder keine Erde mehr, ey, unglaublich. Ja. Oder ist noch Erde im Inf? In Inf? Im Inf! Oh, aber massenhaft. Wirklich? Liegt der in Backpack, ja? Ey, eins, nice. Ja gut, okay, reicht mir jetzt erstmal. Also ich brauche jetzt gerade gar nicht so, aber ist natürlich schön. Ihr könnt euch ja bekämpfen und mich in Ruhe lassen. Nee, wir suchen dich schon, mein Lieber. Wollen wir, also ich hätte schon Bock auf den Fight. Aber wir sind halt noch nicht so gut. Noch equipped. Sind wir wirklich nicht wirklich gut. So gegen Baloui zu fighten wäre doch geil. Ja, sicher. Ich weiß aber jetzt nicht so, wie gut der so an sich ist in PvP. Da habe ich keinen Plan von. Okay. Aber ich glaube nicht so perfekt. Aber ich glaube auch nicht, dass er alleine gegen zwei kämpfen wird, oder? Er ist ja noch mit Miri. Ach, ist sie auch gejoint? Ach Mensch, ja. Die habe ich gleich gesehen.
Das ist auch seine Freundin, oder? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Abend, ich schreibe gerade Abend, guten Abend. ich habe keinen Abend, okay. Nee, ich habe keine Ahnung, also ich kenne mich da jetzt echt nicht so im Privatleben des Benjamin Balouis aus. Ja. Oh, Benjamin Baloui, wie sich das anhört. So, ich mach, ich hab, also, wollen, was wollen wir diese Folge jetzt machen? Also wollen wir jetzt, wenn wir das fertig gefarmt haben, wollen wir dann schon verzaubern oder wie sieht's aus? Du hast doch schon, hast du nicht deine Rüstung schon verzaubert? Nee. Nee? Ja, du kannst die verzaubern, wenn du Level hast. Ich bin halt erst auf Level 4. Ach so, na gut. Dann ist halt schon bescheiden. Wird das eher nichts. so. Boah, ey, wie viel Weizen wir hier schon wieder haben, ey, das ist so heftig. Ja, vor allem, wir haben jetzt ja schon zwei Brustplatten zusammen insgesamt, ne? Wir haben 16 Dias. Boah, das ist heftig. Das ist echt. Das ist sehr cool. Also, sollten wir auf jeden Fall machen. Ja, klar. Oh, jetzt ist hier aber richtig voll, Leute, ey. Jetzt müssen wir vielleicht sogar ein bisschen aufpassen, ab und zu mal uns umgucken. Ja. Wobei wir natürlich sehr weit außen sind. Wobei natürlich andere auch sehr weit außen sein werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand auf die grandiose Idee kommt. Dass niemand auf die grandiose Idee kommt, nach außen zu gehen, das ist kann ja auch irgendwie nicht sein, ne? Nee, unwahrscheinlich. Dass alle denken, keiner geht nach außen, das glaube ich echt nicht. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Quantum Blaze geht raus. Mir reicht's. Geil. Geiler Typ. So. Also hier hinten kümmern wir uns um unser Feldwachstum. Brauchen wir eigentlich noch Zuckerrohr? Ja doch, für Bücher auf jeden Fall. Also immer wieder anpflanzen. Ja. Okay. Weil momentan können wir es nicht so nutzen. Also. So, hier unten ist das Feld nochmal ein bisschen erweitert worden. Jetzt kann ich ja auch mal ein bisschen ernten gehen, ne? Sag mal, ja, wieso... Hast du bei deinem Texture Pack so einen Slot, wo ein Schild rein kann, kommt? Ja, hab ich. Weil ich hab das irgendwie nicht. Ich mach jetzt mal Default Texture Pack wieder rein. Das musst du doch haben. Also ja, deswegen, das wundert mich auch, weil das bei mir nicht da ist. Ich weiß noch nicht mal, wie man ein Schild macht. Also kein Ich weiß auch nicht, wie man es verwendet. Hey, das ist aber auch nicht bei meinem Default Texture Pack. Hä? Das ist hier einfach nicht. Wie jetzt? Ja, ich hab das nicht. Ich bin doch auch im Default. Also ja, aber ich hab das nicht. Bei mir ist das nicht. Hast du das irgendwie ausgestellt oder so? Ich wüsste nicht, wo ich das ausschalten kann. Weil, warum sollte man sowas ausschalten können? Ja, das ist voll unlogisch. Hä? Ich habe mich da schon gewundert, weil als ich so diese... Ich guck mir auch ab und zu meine Folgen einfach mal an. Also, beziehungsweise guck da einfach mal so ein bisschen rein, ne? Spätestens beim Schneiden. Ja. Und da ist mir das erstmal so aufgefallen. Irgendwie, da muss doch eigentlich was sein. Ja. Nice. Vor allen Dingen, das ist ja auch ein Nachteil, wenn man es nicht hat, ne? Ich meine. Ja, klar. Hast du das irgendwie auch. Also, es muss auch irgendwie dann aus- und anstellbar sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach nur wegbackt, weil das ist ja schon. Ich gucke einfach mal. Sonst schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ihr davon Ahnung habt. Aber. Ich wüsste nicht, bei Steuerung sollte es ja auch nicht sein, weil das hat ja nichts mit Steuerung zu tun. Ja. Skin-Anpassung auch nicht, ne? Nee. Also wir haben auf jeden Fall, ich gucke jetzt auch Haupthand mal. Rechts. Was ist denn die Haupthand? Achso, da, das wird da gemacht, okay. Cool. Wir haben auf jeden Fall nochmal 3 Stacks Weizen. Nice. Das ist schon ganz geil. Ich habe nämlich im Winter auch noch gleich 3. Das sind nochmal 6 Dias. 6 Dias. Boah, ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich dachte, es baut hier irgendeine ab und kommt dann zu uns. Das wäre nicht so cool. Jo, dann würden wir, glaube ich, ziemlich... Hast du den Verzauberungstisch? Ja. Kannst du den ins Backpack tun? Ja, klar. Würde ich nämlich mal testen. Machst du mal aus dem Weizen, bitte, Weizenblöcke? Ja. Dein Inventar auch voll? Ja. Oh, sowas von voll. Ja, ich habe auch gerade mal erstmal ausgeräumt in irgendeine Truhe hier. So, ich mache die Blöcke. Geil. Dann sollten wir aber so, sollten wir diese Folge einfach mal in die Mitte latschen? Ja.
Wäre das geschickt? Da tue ich mir momentan so ein bisschen schwer, wenn ich ehrlich bin, weil... Also ich habe erstmal 25 Weizenteil noch, 25 Weizen... Heuballen, genau. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Boah, 46 Heuballen. Also ich würde schon ganz gerne das zu Diamanten auf jeden Fall diese Folge machen. Das sind 6, 7 Diamanten. 6, 6 in etwa, 6, ja. Das wäre für einen eine Full-Dia-Rüstung, ne? Ja, aber es ist sinnvoller, auf einem eine Full-Dia-Rüstung oder lieber erstmal ein Brustplatte, also beiden Brustplatte und dann einem noch eine Hose zu machen. Das sind so die, die am meisten bringen, ne? Ja, klar. Aber es wäre schon krass so, eine Full-Dia-Rüstung. Ja, stimmt schon. Lapis Lazuli. Vor allem, wir dürften dann auch fast die Ersten sein, die Full-Dia sind, oder? Also... Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand so ein großes Feld hat wie wir schon, weil wir irgendwie ein bisschen krank, was Farm angeht, sind, also. Wo haben wir die Bücherregale? Die habe ich im Inventar. Vier Stück. Die brauch ich doch auch, wenn ich verzauber, oder? Zum Verzaubern an sich noch nicht, nee. Okay. Weil ich kann nur Haltbarkeit und Nemesis der Gliederfüßer einzaubern. Ja, das Ding ist, weil du so wenig Level hast. Dann verzauber erstmal irgendwie eine Schaufel oder was weiß ich. Weil dann werden dir ja neue Verzauberungen angeboten. Ich habe jetzt meinen Bogen auf Stärke 1 gemacht. Ja, das ist doch schon mal ganz gut eigentlich. Bogen kann man nämlich auch immer ganz gut nutzen. Das sollte ich auf jeden Fall auch noch machen. Stoß, Rückstoß, ist das gut? Nee, eher nicht so. Rückstoß ist gewittert. Rückstoß ist gar nicht so schlecht. Also, Soll ich machen? Ja, gut, okay, auch, ja. Aber nee. Ja, nicht so, ne? Nee. Also, nee. dann mache ich mir mal gerade ein Holzschwert und verzauber das. Ja, oder sonst einfach eine. Mach eine Spitzhacke, aber verzauber die Spitzhacke. Vielleicht kannst du da eher auf Effizienz verzaubern. Stimmt. So, ich bin gerade am überlegen, ob ich rausgehe. Was ist mit meiner Maus gerade los? Irgendwie buggt meine Maus heute mal ein bisschen rum. Also es ist irgendwie immer was mit der Technik hier am Stissel, dem Missel. Jawohl, Schärfe 1. Nice. Sehr geil. Alter, hier hinten ist es schon wieder so, dass du ernten kannst, ey. Wahnsinn, ey. Ja, mach ich auch. Es ist einfach effektiv, was wir hier haben. Natürlich, das stimmt absolut. Ich werde jetzt mal rausgehen, weil... Ja. Sneak dich mal. Ja, hab ich. Ich weiß nicht, ob das einfach irgendwie gerade nur so von der Fackel so der Rauch war. Oder ich hab... Wobei in die Richtung dürfte kein Nametag sein, das World Border. Ich glaube, das war nichts. Bist du dir ganz sicher? 12%. Also nicht. Ich habe keine Ahnung, ich guck einfach mal raus. Kann sich, denke ich, mal einsneaken. Wird schon laufen. Wird schön gut sein. Also, was ich gerade sagen wollte, ich werde einfach mal rausgehen. Ja. Und einfach mal, ich weiß nicht, ob wir... Tiere holen? Mein Plan wäre auf jeden Fall... Ja, soll ich? Ich mache eine Eisenschaufel und hole davon Erde wieder. Mein Plan wäre gewesen, dass ich irgendwie versuche, Tiere zu töten, beziehungsweise besonders auch Hühner, für Federn. Also Feder, Pfeil und Bogen, ne? Das wäre geil. Haben wir eigentlich viele Pfeile so schon zusammenbekommen? Ich gucke einfach mal, hier haben wir keine. Ja, auch nicht. Also ich habe 35 im Inventar. Das ist nicht so wenig. Ich glaube, dann hast du alle. Okay. Alles klar. Ja. Kann man nicht auch hier so den Bogen so hart verzaubern? Was ist denn das Heftigste, was man da machen kann? Stärke. Circa 4 5. Oder 5? 5, glaube ich. Jo. Also das Geile ist dann natürlich auch noch Flamme oder wie das heißt. Irgendwie, dass er halt dann. Weil das heißt beim Bogen anders. Beim Schwert ist es ja Verbrennung, beim Bogen ist es, glaube ich, Flamme oder so. Und da fängt er halt dann an zu brennen. Wenn man jemanden trifft, das ist natürlich auch echt sehr, sehr nice. Allein, weil wenn jemand am Flüchten ist und so ein bisschen Vorsprung hat, hinterher schießen, weil wenn er brennt, läuft er ja auch schon nicht so schnell. Das wäre schon richtig, richtig cool. Jo. Ja, das wäre echt noch eine Option, geiler Bogen. Also es kann ja, man bebogt sich ja am Anfang immer erst. Wenn man jetzt so wie sich gegenübersteht und dann ist ein guter Bogen, da kann das schon einiges ausmachen. Wenn man trifft. Klar, wenn man trifft, aber... Wenn man trifft.
vor allen Dingen, da die Schwerter ja durch das neue PvP-Update echt nicht mehr so stark sind. Weil man halt immer warten muss. Warum liegen hier überall Experience rum? Hier wird jemand dagegen gewesen sein. Oh oh. Irgendwann mal. Irgendwann mal? Ja, ich weiß. Ja, verschwinden die nicht? Ja, schon, aber wenn die Chancen nicht geladen werden, glaube ich nicht, oder? Ist gerade Nacht draußen? Nee, nicht mehr. Ist gerade hell geworden. Ich müsste nämlich mal Experience irgendwie sammeln. Okay, sonst bau Kohle und hol mal Sachen aus den Öfen raus. Davon kriegt man ja auch nochmal Level. Genau, stimmt. Die 4 Federn, das sind schon mal irgendwie, ich glaube 16 Pfeile können wir aus 4 Federn machen. Was natürlich auch nicht so schlecht ist. Jo, das ist gut. Also sollten wir auf jeden Fall machen, Pfeile ohne Ende. Ich hau jetzt auch wieder irgendeine Scheiße hier in den Ofen. Damit wir einfach Level dann kriegen. So,